Tirol TV Sommergespräche 2012, diesmal in der Kaffeebar Roseo in der Innsbrucker Rosau, gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Fritz Gurgiser, Clubobmann vom Bürgerclub Tirol. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, danke schön, grüß Gott. Herr Gurgiser, der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Wie war denn der Sommer für einen Herrn Fritz Gurgiser? So wie immer, seit 40 Jahren, 14 Tage Urlaub. Nicht? Ich bin ja berufstätig und dadurch ändert sich da eigentlich nichts, hat mit dem nichts zu tun. Ich habe mich sehr gut erholt, 14 Tage in Griechenland, und den Rest an die Wochen bin ich halt auf die Berge am Weg, wie jeder weiß, und das genügt. Sie haben aber natürlich auch im Sommer gearbeitet, da ja zwar erst im Oktober, aber doch ein spannender Landtag bevorsteht. Es gibt jetzt schon 70 Tagesordnungspunkte und man will auch, glaube ich, erstmals in der Geschichte das Budget schon im Oktober beschließen. Muss dieser zeitliche Druck überhaupt sein? Nein, überhaupt nicht. Das ist unverständlich und wir lehnen das auch strikt ab. Es fehlt zum Beispiel derzeit noch die Entscheidung der Wettbewerbshürde in der Sache Hypo, nicht, ob die 230 Millionen, die da von der DIVAG übers Land in die Hypo verschoben werden sollen, für zur Abdeckung auch krimineller Machenschaften, das fehlt ja alles. Also es ist aus meiner Sicht der Unfug, jetzt ein Budget zu beschließen und das vielleicht einen Monat später ist das schon wieder obsolet, weil wir so ein Loch drin haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass dieser Landtag sowieso überlastet ist. Ich meine, es zeigt sich einmal mehr, dass Parteien eigentlich gut beraten werden, Qualität vor Masse zu stellen. Also 70 Tagesordnungspunkte, dann soll noch der Landesrat Bub angelobt werden, ein Stellvertreter, womöglich noch ein Demokratiepaket abstellen. Also das ist eine Fülle, die einfach komprimiert gehört. Ich glaube, gewisse Rituale des Tiroler Landtages gehören einfach zeitgemäß gestaltet. Wenn man in einem Betrieb so arbeiten würde, dann wäre man nie fertig mit dem Reden, sondern man muss sich auf die wesentlichen Sachen, die das Land Tirol betreffen, konzentrieren. Das erwartet ja auch die Bevölkerung. Ne? Jetzt abseits der Politik und der Liebe zur Natur gibt es noch eine große Leidenschaft, das ist der FC Wacker Innsbruck. Wie geht es denn Fritz Gurgiser mit dem Blick auf die Schwarz-Grünen? Also ich sage, es ist jetzt die Stunde Null. Gell? Viel tiefer kann es ja nicht mehr fallen und man müsste jetzt einmal den Mut haben, nicht nur eine Trainerdiskussion anzufachen, sondern das Gesamtsystem FC Wacker in Angriff zu nehmen. Nicht die Strukturrassen mit der Olympia-World, das ist ja alles zusammen aus meiner Sicht, bitte, und meiner langjährigen Kenntnis ein Saustall. Der gehört bereinigt und die Politik hat natürlich Mitverantwortung, nicht? Weil die Politik hat den Wacker aus dem alten Tivoli vertrieben, hat ein Stadion hingestellt, keiner hat gesagt, was das kostet. Jetzt ist der Wacker Mieter auf der einen Seite, kriegt Sponsorgeld und muss aber den wieder an die Dinge verschieben. Da geht es jetzt so bald wie in Sizilien unten im Kreis. Nicht? Und mit Sponsorgeldern gehört eigentlich der laufende Betrieb, die Spieler, der Trainer finanziert und nicht die Duschen im Keller unten. Nicht? Also das gehört auf neue Füße gestellt, weil Tirol letztlich mit einem Bundesliga-Club für die Jugend ein Vorbild sein muss. Um das geht es mir. Ich war 18 Jahre Fußball-Nachwuchsbetreuerin vom Bund. Mir ist das ein Herzensanliegen, dass die Leute, dass die jungen Leute auch wieder eine gescheite Bundesliga-Mannschaft haben und dass das Ganze einmal aus den Schlagzeilen kommt und draußen wieder mit der alten Wacker-Kampfkraft marschiert wird. Nicht? Jetzt sind wir seit 1.7.2008 im Landtag vertreten. Wie schaut es aus mit den Erwartungen für die Landtagswahl? Was wünscht sich Fritz Gurgiser? Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung. Bei uns steht der Bürger im Mittelpunkt. Bei uns gibt es auch nicht, dass wir vor der Wahl sagen, wir sind für Tirol da und nach der Wahl wieder die Flucht nach Wien ergreifen und wieder da wählen. Nur ein Wahlkampf nach anderen, sondern wir machen das. Ich habe das jetzt 4,5 Jahre vorexerziert. Das kann jeder meine Arbeit anschauen, die wir mit dem Thomas Schnitzer gemacht haben, ist eine Arbeit für unser Land Tirol. Brauchen wir uns nicht verstecken, wir haben auch viel weitergebracht. Nicht? Obwohl wir Leute zu zweit sind, sagen die Leute, ja, Leute zu zweit. Das hat mit dem nichts zu tun. Das entscheidend ist die Qualität und das Herzblut. Also wir sind wirklich ein Herzblut-Team und auf das bin ich stolz. Dann sagen wir danke für das Gespräch. Ich sage auch Dankeschön. Danke, Wiedersehen.